ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir waren heute Morgen schon ein bisschen wandern auf dem Stoß. Und jetzt gehe ich zum Friseur. Ja, Friseur, nicht Coiffeur, Friseur. Ich war auch noch beim Coiffeur. Sprachenlernen, Bubble. Ich habe es gelernt. Und mal schauen, ich habe vor, sie etwas kürzer zu machen wieder und werde sie auch tönen, höchstwahrscheinlich. Wir werden das dann sehen. Also ich bin sehr gespannt, freue mich immer drauf, zum Friseur zu gehen. Ich werde euch einfach ein bisschen mitnehmen, was ich jetzt die nächsten Tage so mache. Und ja, würde sagen, ich mache mich jetzt auch schon auf den Weg. Nice. Good morning in the morning. Das ist jetzt meine neue Haarfarbe. Ein Tag später. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt. Ich kann sie euch auch gerne mal in besserem Licht noch zeigen. Ist nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Ich kann euch gerne mal ein Bild einblenden, was ich gerne haben wollte. Und ich finde es ziemlich dunkel, ziemlich rot. Aber es wird sich noch aufhellen mit der Zeit. Ja, mal schauen. Ich werde jetzt etwas essen. Etwas, damit ich ein bisschen Carbs reinbekomme. Denn ich gehe später ins Fitnessstudio. Mal schauen, ob ich euch mitnehmen kann oder nicht. Was ich am Morgen immer mache, ist meine Flasche austrinken. Ich versuche momentan mehr zu trinken. Trinken ist wichtig, aber ich vergesse es immer wieder. Und ich höre momentan am Morgen gerne den Podcast Mordlust. Genauso wie der Podcast Pussy Talk. Kann ich euch auch nur empfehlen. Höre ich auch sehr gerne. Und zum Frühstück probiere ich jetzt möglichst viele Carbs reinzubekommen. Das mache ich meistens mit solchen Reiswaffeln und Peanut Butter, denn ich liebe Peanut Butter. Aber ich habe jetzt neu hier solche High Protein Toasts. Ja, ich brauche die einfach noch auf. Es sind viel zu teuer, aber ja, sollen mehr Proteine haben, was wichtig ist für den Muskelaufbau. Heute werden Arme trainiert und ein bisschen Bauch und Cardio gemacht. Mal schauen, wie weit ich komme. I guess I just take you with me. Ich bin ready now. Ich würde sagen, wir gehen. Bezüglich den Übungen einfach, ja, ich bin kein Profi, ich mache das einfach irgendwie, keine Ahnung, ob das so richtig ist. Genau, jetzt nehme ich noch einen Shake für das Eiweiß. Und zwar habe ich hier ein Whey-Isolat von Woman's Best, Vanille. Kann ich nicht empfehlen, schmeckt nicht so gut und das mische ich immer mit einer Soja. Milch. Genau. Und das trinke ich jetzt. Hast du mich schon angegeben, wenn sie nicht hättest? Hi, wir sind jetzt zurück aus der IKEA, keine Ahnung. Jedes Mal, wenn wir in die IKEA gehen,
dann kommen natürlich irgendwelche Pflanzen mit, die aus Plastik sind. Und zwar wie immer, die kommt eigentlich fast immer mit, keine Ahnung, I don't know. Und ich habe mich heute jetzt für goldene Dinger entschieden. Ich habe hier auch noch eine, die so hängend ist, gekauft. Ich habe dort ein paar Kissen, die ich auch neu beziehen möchte. Deshalb habe ich hier einmal einen grauen Kissenbezug. Heißt Sanila, Sanila, keine Ahnung. Die Namen in der IKEA kannst du eh vergessen. Dann habe ich ein senfgelbes Kissen. Wer hätte es gedacht? Senfgelb ist absolut tolle Farbe. Dann auch noch in Türkis ein Kissen. Und ein Kissen, das wir auch unten im Wohnzimmer haben, das schon einen Bezug drauf hat. Ich liebe dieses Muster momentan, also schwarz-weiß. Absolut nice, kann man immer gebrauchen. Dann einen neuen Bettabzug. Sieht so aus. Simple, easy, kann man mal machen. Genauso wie ein schwarzes Lindtuch. Sagt man Lindtuch? Keine Ahnung, wie man dem auf Deutsch sagt. Wir sagen Lindtuch. Ich glaube, es ist nie ein Bettlaken. Es ist ein Laken. Es ist ein Laken. Keine Ahnung. Und jedes Mal, wenn ich in der IKEA bin, müssen einfach diese Zimtschnecken mit. Die sind absolut delicious. I tell you, delicious. Ich kann euch gerne mal ein paar Videos verlinken. Ich glaube, es sind sogar zwei. Ich habe vor 3 Jahren oder so einen IKEA-Vlog gemacht. Ich sehe da komplett anders aus. Könnt ihr gerne mal schauen. Und letztes Jahr habe ich auch einen Vlog gemacht, wie ich mein Zimmer umgestalte. Dort seht ihr auch so, was ich bei IKEA gekauft habe. Und dass ich absolut unfähig bin, eine Lampe aufzubauen. Ja, genau. Das war es eigentlich schon mit diesem kleinen Haul. Good morning in the morning. Heute ist auch schon Montag. Gestern war ich im Fitnessstudio, habe mich bei einem Casting beworben. Ansonsten lief nicht mehr wirklich viel. Ich bin jetzt am Video schneiden und habe gemerkt, ich habe noch keinen Schluss. Deshalb wollte ich mich hier noch von euch verabschieden. Genau, bezüglich meinen Haaren. Ich habe sie jetzt gestern gewaschen. Sie sind mir persönlich immer noch etwas zu dunkel. Was sagt ihr zu meiner Haarfarbe? Let me know in the comments below, was ihr so denkt. Würde mich sehr interessieren. Genau, und bezüglich meinen Videotagen, ich probiere momentan etwas regelmäßiger Videos hochzuladen. Das heißt, falls ein Video kommt, kommt es immer montags. Falls es nicht so sein sollte, dann werde ich euch auf Instagram updaten. Das heißt, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Würde mich sehr freuen. Genau, und sonst wünsche ich euch noch eine ganz, ganz schöne Woche. Für die, die schon zur Schule müssen, mein Beileid. Ich habe jetzt noch eine Woche Ferien. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Tschüss!